In diesem Video zeige ich, wie man mit Materialien aus dem Baumarkt einen einfachen Gasbrenner baut, der die 1200 Grad zum Feuerschweißen ohne Probleme erreicht. Grob habt ihr das ja schon beim Bau meiner Propanesse gesehen, viele wollten es aber genauer wissen, so here we go. Alle Materialien habe ich damals direkt im Baumarkt gekauft, die bekommt man aber sicher auch ohne Probleme online. Darunter sind ein 30 cm langes Eisenrohr mit einem 3/4 Zoll Gewinde auf jedem Ende, eine Tempaguss-Reduziermuffe mit einem 1 Zoll Gewinde auf ein 3/4 Zoll, eine weitere Reduziermuffe von 1/1 Zoll auf 1 Zoll und so ein Reduzierstück von 1 Zoll auf 3/4 Zoll. Dann noch im Idealfall so ein Lötkugelhahn, ein Kugelhahn zum Schrauben tut es aber genauso. Dann benötigen wir noch einen Schlauch für das Propangas, einen regelbaren Druckminderer von 0,5 bis 4 bar und ein paar kleine Messingteile. Das wichtigste Bauteil dieses Brenners ist so eine 0,8 mm Stromdüse mit einem M6 Gewinde hinten. In den Kugelhahn habe ich dann so ein Reduzierstück eingelötet, in den ich dann die Schlauchtülle mit G1/4 Gewinde einschrauben kann. Ich bevorzuge hier den Lötkugelhahn, weil Löten eine garantiert gasdichte Verbindung darstellt. Beim Schrauben mit Teflonband ist das nicht immer so sicher. Ich habe dann ein kurzes Stück von diesem Kupferrohr mit einem Eisenrohr hart verlötet. Das kann man zur Not auch dicht verkleben, weil dieses Bauteil später beim Brenner nicht heiß wird. Hartlöten ist jetzt aber auch keine Kunst, einfach mit dem Silberhartlot aus dem Baumarkt. Kurz zu den Begriffen Weich- bzw. Hartlöten. Weichlöten funktioniert schon bei niedrigen Temperaturen mit Materialien wie Kupfer, Messing oder Bronze. Hartlöten funktioniert erst bei höheren Temperaturen, das funktioniert dafür auch mit Eisen oder Stahl, sowie natürlich auch mit Kupfer, Bronze und Messing. Direkt beim Kugelhahn sollte man natürlich nur weichlöten, weil der Kugelhahn durch die Hitze sonst Schaden nimmt. In das Eisenrohr habe ich schon ein 5 mm Loch gebohrt, in das ich dann das 6 mm Gewinde hineinschneide. Da kann man später die Stromdüse dann einfach einschrauben. Will man auf das Hartlöten zwischen dem Kupfer und dem Eisenrohr verzichten, dann muss man das Kupferrohr gleich durchgängig machen. Die Wandstärke ist hier aber zu dünn, um ein Gewinde hineinzuschneiden, deswegen sollte man dann die Stromdüse direkt mit dem Rohr verlöten. Das Eisenrohr habe ich am Ende schon zugeschweißt, auch das könnte man natürlich hartlöten oder man macht einfach einen Pfropfen aus Epoxidharz, Hauptsache es wird wirklich dicht. Die kleinere Muffe ist übrigens die Brennerdüse und die größere die Ansaugseite. In die größere Muffe habe ich dann ein Loch gebohrt, wo das Eisenrohr später hineinpasst. Wichtig ist es, dass das Loch so weit hinten wie möglich sitzt. Dann habe ich auch schon das Kupferrohr in den Kugelhahn eingelötet. Wichtig hierbei ist, dass die Düse in die entgegengesetzte Richtung vom Kugelhahn schaut. Das ist jetzt also der Kugelhahn mit dem 1/4 Zoll Gewinde auf der einen Seite, wo ich später dann einfach die Schlauchtülle einschraube und den Schlauch anstecke, und dem Kupferrohr mit der Düse auf der anderen Seite. Dann wird jetzt einfach die Übergangsmuffe aufgesteckt und die Stromdüse fest eingeschraubt. Auch den Rest des Brenners kann man dann schon zusammenschrauben, abdichten ist hier nicht notwendig. Weil das hier aber natürlich noch ganz locker ist, muss man das hier jetzt einfach mit zwei Schweißpunkten oder anderwertig irgendwie fixieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stromdüse möglichst parallel zum Brennerrohr verläuft. Ich verwende hier so ein Aluminiumröhrchen, das lässt sich nämlich genau auf die Stromdüse aufstecken und damit kann ich das genau im Brennerrohr zentrieren, während ich das anschweiße. Bevor man den Brenner aber verwendet, sollte unbedingt zumindest die untere Hälfte des Brenners mit verdünnter Salzsäure entzinkt werden, weil das Zink verbrennt nämlich später, wenn der Brenner unten heiß wird und das gibt giftige Dämpfe. Wenn ihr den Brenner in einer Propanesse verwendet, dann solltet ihr unbedingt die untere Muffe weglassen und stattdessen so eine Art Trichter in die Wand der Esse formen. Diese Muffe schmilzt einen nämlich ansonsten einfach davon. Wie ihr seht, habe ich bei meinem ersten Brenner noch einen Kugelhahn zum Schrauben verwendet. Demnach braucht man auch viele solche Übergangsmuffen und viel, viel mehr Kleinteile. Ich finde die Methode mit dem Lötkugelhahn da wesentlich eleganter. Damit ist auch schon alles fertig. Das Gas wird sowohl über den Druckminderer als auch über den Kugelhahn geregelt und fließt über den Gasschlauch einfach hin zur Düse, wo sich die Luft dann von selber ansaugt. Bei meinem alten Brenner habe ich hier noch seine Luftklappe verbaut. Damit hat man noch mehr Kontrolle über eine reduzierende oder oxidierende Flamme. Und wie ihr seht, das hier ist die volle Power bei 4 bar Druck und offenem Kugelhahn.
So brennt der Brenner bei 0,5 bar Druck und wenn ich das jetzt noch mit dem Kugelhahn reguliere, kann ich eine super sparsame Flamme erhalten, mit der die Esse zwar immer gleich noch auf Temperatur bleibt, aber es wird fast gar kein Gas verbraucht und demnach hält sich die Gasflasche um einiges länger. Ja, das war's auch schon im Großen und Ganzen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann stellt sie mir bitte unten in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen und damit bis zum nächsten Mal. Yeah.